Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr sehen könnt, ist es heute der nächste Tag vom GMC 8 Fight Night. Und ich habe mega lange geschlafen. Aber es ist Sonntag und es ist halb so schlimm. Ich hatte auch nicht so viel zu tun, außer ein Video zu schneiden. Das GMC-Video. Und das war's eigentlich. Das habe ich jetzt auch schon erledigt. Habe auch schon was gefrühstückt. Wieder 6 Scheiben Toast mit dem Protein-Spread und ein Glas Milch. Das war echt momentan mega. Also wieder so auf so einen Nutella-Trip zu kommen. Ist eigentlich ganz geil. Schmeckt mega nice. Gerade mache ich mir auch was warm, was ich gestern gekocht hatte. Und ja, so Freestyle-Mahlzeit. Einfach Reis, Hähnchen, Bohnen, Kidneybohnen, bisschen Tomatensauce und bisschen Käse rüber. So, das ist halt so schmilzt, keine Ahnung, halt so Emmentaler gerieben. Hier ist das Essen mega geil. Durch diesen Käse wird das so ein bisschen, ja, käsig halt, ne? Mega geil. Hier sehe ich gerade noch 3 übertrieben reife Bananen. Die muss ich auf jeden Fall auch noch essen. Irgendwie in Shake-Form oder so einfach weg. Die dürfen nicht vergammeln. Ja, ansonsten, was steht heute noch so an? Heute ist ein Rest-Day. Wir haben uns spontan dazu entschieden, einfach heute nochmal zu pausieren, weil beide mega kaputt waren. Und es hätte keinen Sinn, einfach so ins Training zu gehen und irgendwie... Ja, ich hatte auch noch übelst Muskelkater im unteren Rücken, nicht im Mund. Deshalb bietet es sich jetzt an, heute nochmal zu pausieren und Montag dann Vollgas zu geben. Ich habe überraschenderweise nach der Fibo noch abgenommen, also noch mehr. Ich wiege jetzt unter 75. Das muss auf jeden Fall geändert werden dann, wenn ich richtig durchstarte, wie ich meine Makros verteile und so weiter und so fort. Meine Kalorienbilanz und so weiter werde ich auf jeden Fall auch noch ansprechen. Vielleicht auch in diesem Video würde sich eigentlich anbieten, weil heute nichts Besonderes auf dem Plan steht. Momentan macht es mir mega Bock, einfach so Vlogs zu filmen und deshalb werde ich das heute auch nochmal machen. Einfach die Kamera dabei haben, alles was passiert, werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Und ihr könnt ja einfach mal schreiben, was ihr davon haltet, so, dass ich einfach jeden Tag so ein bisschen vlogge. Macht mir mega Bock, werde ich auf jeden Fall auch weitermachen, aber würde mich auch freuen, wenn ihr einfach euer Senf dazu abgibt. Ich esse es erstmal und dann melde ich mich. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Schwester und wollte euch nochmal ganz kurz sagen, wie ich jetzt meine Makros verteilen werde und meine Kalorien. Ich werde bei 3000 Kalorien einsteigen, 350 Gramm Kohlenhydrate und 210 Gramm Eiweiß und 80 Gramm Fett, 85 Gramm Fett, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, muss ich nochmal ausrechnen, also 80, auf jeden Fall 80 Gramm Fett ungefähr. Das werde ich jetzt mal eine Weile machen und gucken, was passiert, ob ich zunehme oder nicht. Ich denke mal eher nicht, dann werde ich auf jeden Fall die Kalorien erhöhen, je nach ja, Bedarf 200 bis 500, 300 Kalorien, so irgendwo, irgendwie werde ich es erhöhen. Dann würde ich als Beispiel mit 3300 Kalorien weitermachen und dann mal gucken, aber werde das alles in den weiteren Vlogs mitbekommen. Und ja, wollte ich euch nochmal sagen, wie ich das machen werde, wie ich auf die 3000 Kalorien komme. Ich habe eine lange, lange Zeit 3500 Kalorien gegessen. Da bin ich ja auch irgendwie drauf gekommen. Es ist ein bisschen windig. Ich habe mit 2800 Kalorien angefangen und habe dann so lange gegessen. Und dann bin ich auf 3000 hoch, dann 3200. Und 3500 Kalorien waren halt immer die Kalorien, die ich am besten fand. Damit habe ich relativ... Damit habe ich nicht zu schnell zugenommen, das heißt nicht zu viel Fett zugelegt und hauptsächlich ja, relativ trocken aufgebaut. Deshalb denke ich mal, ich werde auch wieder bei 3500 Kalorien landen. Vielleicht werde ich dieses Mal auch ein bisschen mehr Kalorien nehmen und dann gucke ich einfach mal, was passiert dabei. Wie gesagt, ihr kriegt das alles mit. Ich werde das natürlich alles zeigen und so weiter und so fort. Und da bin ich wieder auf dem Weg nach Hause. Die Zeit vergeht schnell. Es ist jetzt schon 1 Uhr. Ich war ziemlich lange weg. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange wegbleiben, aber naja, es gab leckeres Essen und sowas, habt ihr ja gesehen. Ja, warum nicht, ne? Ich habe jetzt wieder meinen iPhone-Taschenlampentrick am Start, damit auch ein bisschen Licht auf mich scheint, wenn ich hier im Dunkeln filme. Ja, heute war das Video jetzt gar nicht so spektakulär. Ich habe gar nicht so viel gefilmt. Einfach so ein kurzer Vlog. Ich habe sogar überlegt, ob ich das Video einfach verwerfe, weil ja nicht so viel Material rumgekommen ist. Da hätte ich morgen einfach einen Tag Pause gemacht, also Montag. Ich dachte mir, warum nicht? Also ich werde es einfach mal hochladen.
Vielleicht gefällt es euch, vielleicht auch nicht. Einfach ein kurzes Video. Morgen wird natürlich wieder ein saftiges Trainingsvideo, ein Push-Day mit Training, Ernährung und Action. Jackson, Pre-Workout, Action, keine Ahnung, alles Mögliche. Wird morgen auf jeden Fall kommen. Ja? Ja. Nichts bei dir? Soll ich nicht filmen? Wer bist du? Was? Wer bist du? Da habe ich ganz spontan wen getroffen, den ich kenne und ja, kurz geredet, musste ganz kurz abbrechen. Aber jetzt geht's weiter. Schon witzig, einfach um 1 Uhr nachts auf dem Parkplatz, ein Kumpel. Ja, krasse Sache. Genau, ein saftiger Vlog wird auf jeden Fall kommen und ich hoffe, euch hat dieses ganz kurze Video gefallen. Ich habe euch ja ganz kurz was zu meiner Ernährung nur gesagt, wie ich das die nächsten Tage gestalten werde. 3000 Kalorien und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen ein Video nach oben, sondern macht was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und auch beim nächsten Video vorbeischaut und noch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Morgen, ihr wisst Bescheid. Läuft. Maniac is back smoking crack with Jack Black. I smack ass, keep a fat stash, a gotcha on the knapsack. Fuck your faggot, snap back and hashtags. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad.